Und damit herzlich willkommen zu Doom Vanilla Let's Play, also Doom 2 Vanilla Let's Play Level Map 10. Los geht's oder weiter geht's. Whatever. So. Die anfänglichen hässlicheren Maps, also meiner persönlichen Meinung, haben wir jetzt mittlerweile geschafft. Jetzt kommen wir endlich mal zu den etwas normaleren Maps. Hier direkt ein Secret. Sehr schön. Können wir gut gebrauchen. Wir sind die Vorfindungsmission und das andere war jetzt eher unnötig, aber egal. So, wir haben, ach du Scheiße, noch 86 von der scharfen Munition hier. Da ist natürlich nicht so gut. Müssen wir erstmal alles schön anlocken hier. Hallo, hier ist ein Pain Elemental. Warum ist ein Pain Elemental? Er hasse Pain Elemental. Wenn ich immer Doppelschuss brauche, dann kann ich auch gleich Doppelschuss benutzen. Waren das gerade Wörter? Ich habe keine Ahnung. Ja, das war gerade Verschwendung. Sehr schön. Guckt euch die alle an. Oh Mann. Na komm her. Bist kaputt da, Arschloch. Ja, diese Linie hier nicht überschreiten, damit öffnen wir nämlich die Dinger hier. Aber ich glaube mal, das ist da mittlerweile alle. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier Doom 2 spielen auf dem Kanälchen. So, okay, gehen wir erstmal wieder runter. Ja, also was machen wir zuerst? Das Ding hier konnte man ja öffnen. Ach, einfach geklicken. Ja, super. Wow, 20 Schuss gerade noch bekommen. Das ist ein Träumchen. Albträumchen. Ein Traum für den Alpen. Okay. Lass mal alle ein bisschen anlocken, also rankommen lassen. Oh, Scheiße.
trab an, mein Lieblingsschüler. Auf 3 Meter Entfernung daneben schießt halt der Clubs, ja. Das ist wieder typisch Ronny. Der ist wieder typisch Ronny hier. So. Dankeschön. So, wir klauen uns erstmal die richtige Karte hier. Dankeschön. Dann gucken wir mal. Nein. Bitte gehen die weg. Genau, hier war die eine Tür. Können wir. Ne, lassen wir erstmal da. Die andere Tür war hier. Na, was hier? Auch nicht. Aber hier war doch auch eine Tür. Ich könnte schwören, dass bei allen drei eine Tür war. Ist auch egal. So, auf jeden Fall haben wir da ein bisschen Rüstung. Hier haben wir Munition. Und hier ist auch noch ein Raum. Ja, das war ultra dumm. Schieß doch! Warum schießt die Shotgunner nur, wenn sie nicht sollen? Ey, Mann! Ja, komm, leck mich. Oh Gott. Och, leck mich doch am Arsch. Genau, genau. Schön die Fische erledigen. Machst du fein. Ha, perfekt. Jetzt kannst du ankommen. Hallo? So, erstmal wieder die ganzen Türen öffnen. Achso, die Pistole ist geöffnet, sehr schön. So, wie sieht es denn jetzt munitionstechnisch aus? Shotgun-Klinge lohnt zufälligerweise keine rum, doch. Sehr schön. Oh, hier geht auch noch welche rum. Nice. Gut. Tatsächlich, das hast du auch schon mal erledigt. Speichern. Genau, hier kommen wir. Ne, hier kommen wir später raus. Aber wir können erstmal hier reingehen. Würde ich aber aus Prinzip erst. Nee. Achso. Nee. Moment mal. Ach, das war die Tür. Das war gar nicht die erste Tür. Ah, okay. Ja, ich weiß, ihr wollt überhaupt nicht nerven. Alles gut. So. Genau. Und hier durch, wenn man hier durchläuft, dann kommt man direkt zum Cyber Demon. Das wollen wir aber noch nicht machen. So. Der Schalter war genau hierfür. Ne, da gehen wir von der anderen Seite rein.
wäre nämlich die Tür da hinten. Oder wir gehen komplett von außen rum rein über den Schleichweg. Achso, ha. Ja, komm, okay. Ganz ehrlich. Ja, der letzte war dumm. Wo bist du jetzt? Da bin ich. Hä? Bin ein bisschen gaga. Ein bisschen gaga, mein Freund. So, das rechts mit der anderen Tür auch. Digga, wie oft muss ich denn da schießen, damit die... Wie ist nicht? Arschlöcher. Eine Schüssel scheiße. So, genau. Hier können wir noch nichts mitnehmen, weil wir noch keine Hazard-Shooter haben. Aber die nehmen wir denn hier. Das heißt, hier nehmen wir erstmal die Waffe hier. Welch lieblicher Klang der Gatling Gun. Ganz voll. Dankeschön. So, jetzt können wir nämlich bei dem einen der beiden Räume die Rüstung nehmen. Das hier und damit dann jetzt in die anderen Räume reingehen und das hier alles nehmen. Oh, okay, brauchen wir noch nicht. Da warten wir lieber noch ein bisschen ab, bis wir wirklich arme Munition sind. Habe ich die jetzt schon ausgelöst? Ja, habe ich schon ausgelöst. Gut, dann lassen wir das hier erstmal. Eben, wir haben ja noch fast 400. Wir haben noch 370 von der Gatling Gun. Da brauchen wir noch gar nichts. Was? Schnauze. Ich hasse es, wenn die mal durch die Gegner durchschießen. So. Gut, hier kommt jetzt gleich der Revenant. Und ein Pendelmittel. Wollt ihr mich ruinieren? Wollt ihr mich verarschen? Ach, wisst ihr was? Ach, zwei Uhr noch! Beide tot wenigstens gleich? Ja, beide tot. Ah, diese Pain-Elemente, die gehen mir so hart auf den Sack. Oh Gott, sind doch welche. Ah, so war das. Okay. Was gab's da hinten? Irgendwas gab's da hinten. Aber glaube ich, gab's da nur so eine blaue Perle. Und die bringt uns jetzt aber auch noch nicht sehr viel. Ach nee, eine weiße Perle. Gut. Lass aber auch erstmal. Weil die holen wir uns nämlich dann, wenn wir nämlich diese komische ABC-Rüstung da anhaben. Dann bringt sie wenigstens auch was. Ja, glaube ich jetzt. So, das heißt, wir waren jetzt hier. Da gehen wir nämlich jetzt von hier aus in den Raum. Okay.
Was? Kann man ja mal machen. So, was gab's hier? Nur das Ding. Stimmt mal bitte. So, und hier an dieser porös aussehenden Wand kommen wir ja gleich durch. Aber vorher erstmal überlegen, ob wir alles haben. Ach komm, Auktion durch. Würde ich mal sagen, nehmen wir die hier mal zur Abwechslung wieder. Na ja, damit. What? Nein, nicht zwei. Okay. Glück gehabt. So, wo war der Auslöser? Hier irgendwo noch ein Auslöser. Ach, da drunter. Sehr schön. Jürgen. Genau, jetzt können wir das hier mitnehmen. So, und jetzt können wir zu den Cyber Demon gehen. Halt, nein, hier lang. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nicht. Na dann. Hä? Moment mal. War das gerade zweimal in Unsterblichkeit? Ja, so eine Unsterblichkeit. Lol, da brauche ich noch Eier. Ah, siehst du, weil die linke. Die hier habe ich gerade zum ersten Mal genutzt. Deswegen ist es mir noch nie aufgefallen. Lol. Ja, teleportiere ich halt. Warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das eigentlich? Ich könnte die doch auch einfach ignorieren. Ich meine, gut, jetzt haben wir ihn halt einmal getötet, aber das macht halt technisch gesehen gar keinen Sinn, ihn zu töten. Ne, ne, den lassen wir da erstmal schön. Dann nehmen wir uns die ganze Munition mal mit, die irgendwo noch rumliegt. Wo überhaupt? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Hier zum Beispiel noch. Genau, dann nehmen wir uns mal hier jetzt das ganze Gedöns mit. Halt. So. Sehr gut. Safe. Aber eigentlich können wir jetzt schon direkt ins Ziel gehen. Ne? Wir können jetzt eigentlich hier durch. Und die Typen voll ignorieren. Hat ja gut funktioniert. So. Wenn das nicht funktioniert, also normal, wenn man sich ein bisschen gut anstellt, dann klappt das auch so. Aber wie gesagt, wir brauchen das ja technisch gesehen nicht mal.
Weil wir haben ja immer noch unsere beiden Unsterblichkeit Dings der Bumster da. Ich suche gerade nur noch mal ein bisschen nach Munition, aber scheint, als wenn wir soweit alles hätten. Gut. Ach, da war noch ein bisschen Schrotmunition. Ich hasse dich. Egal, so. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier rein, gucken, ob hier nochmal ein Schrot ist. Ja. Ja, damit. Alles nicht gerade die Welt, aber was soll's. So, da gehen wir jetzt nämlich nochmal rein. Klauen für die Unsterblichkeit. Und gehen einfach so direkt ins Ziel. Tada! So geht's nämlich auch. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, schau mit V.